Oder ich wollte meine Wäsche machen, habe ich mir erstmal einen Kakao gemacht, ist meine Wohnung abgebrannt. Ich muss ein paar Tage bei dir wohnen. Okay, komm rein. Wie lange hast du jetzt vor zu bleiben? Ich hole mir mal kurz was zu trinken. Nochmal jetzt. Was ist jetzt genau passiert? Habe ich doch schon erzählt. Ich war beim Sport, komme wieder nach Hause, mache mir einen Kakao. Auf einmal bricht der ganze Boden weg. Obdachlos. Ach so. Ja, ich habe deinen Brief mit hochgebracht. Der war in der Rücksachsen. Gern geschehen. Danke. Es wäre übrigens nett, wenn du einen Untersetzer benutzen würdest. Dankeschön. Wäre nett, wenn du meinen F*** saugen würdest. Okay, ich habe ein Problem. Die haben meine Miete erhöht. Das ist das Doppelte. Das kann ich mir nicht leisten. Was mache ich jetzt? Sag mal, kannst du mir bei der Miete nicht irgendwie aushelfen oder so, solange du hier wohnst? Oh, also Geld ist gerade ganz schlecht. Du weißt doch, ich habe meinen Job verloren wegen dieser Sache mit der selbstgebauten Bärenfalle. Und das mit dem Oma von meinem Chef, das war auch keine so gute Idee. Ich habe übrigens keine Ahnung, wovon er redet. Ich dachte mal, Dennis wäre Bäcker oder sowas. Warum machst du keinen Termin bei deinem Vermieter und klärst das irgendwie mit ihm? Du könntest ja auch einen Anwalt nehmen oder du tust dich mit den anderen Mietern zusammen und ihr macht irgendwas dagegen. Oder du suchst eine günstigere Wohnung. Oder ein Job, der besser bezahlt wird. Oder du suchst dir einfach noch einen Mitbewohner. Dann müssen wir zusammen auf dem Sofa schlafen. Naja, es wäre ja nur für ein paar Tage, solange bis das geregelt ist dann. Ja, paar Tage. Also gut, wieso sind Sie denn auf der Suche nach einer neuen Wohnung? Ja, keine Ahnung. Nachbarn haben sich wegen Rauchen beschwert. Weiß ich nicht warum. Also ich habe gerade mal 4 Kippchen am Tag geraucht. Es gab in meiner alten Wohnung eine kleine Rangelei. Dabei ist die Tür kaputt gegangen und ein Tisch und der Kühlschrank und Teile vom Boden. Aber es war alles in der Wohnung vom Nachbarn. Ich bräuchte die Wohnung nur für berufliche Zwecke und nur auch an Wochenenden als Büro quasi. Ich lege viel Wert auf Ruhe und Ordnung. Wie sieht es denn aus mit Besuch bei Ihnen? Ja, also kommen vielleicht 2, 3, 4 Mal am Tag ein paar Leute vorbei, aber meistens machen wir das schnell an der Tür, also. Keine Ahnung, wovon er redet. Ja, an den Wochenenden halt. Aber auch wirklich nur die nötigen Leute. Kameramann und so. Und wir wischen danach alles wieder weg. Und Sie sind sich auch sicher, dass Sie den Anteil der Miete auch immer pünktlich zahlen können? Ja, also wäre ganz cool, wenn ihr mir so die ersten paar Monate ein bisschen unter die Arme greifen könnt. Aber ja, Business ist am Wachsen, wisst ihr Bescheid, ne? Na sicher, am 5. kommt immer jede Menge Schutzgeld rein. Sportwetten und Hundekämpfe laufen auch gut momentan. Ach so, Haustiere sind ja erlaubt, oder? Okay, wir melden uns. Ja. Ihr seid sicher, dass ihr nichts kaufen wollt? Danke, nein. Okay, das war mal nicht sehr. Dann lass uns den Pornotypen nehmen, oder? Warum gar nicht in Frage? Einer hat sich noch gemeldet, so ein Alex. Der könnte jetzt auch noch mal kurz rumkommen. Vielleicht wäre das jetzt noch so die letzte Lösung. Ja, klingt doch gut. Ich mache uns einen Kakao. Nein!
bin Alex, bin hier wegen dem freien Zimmer. Du bist gar kein Kerl. Das höre ich öfters. Hi, ich bin Philipp. Hi, ich bin Alex. Grüß dich, mir gehört die Wohnung hier. Komm jetzt mal rein. Warum nimmst du keinen Untersetzer? Es gibt Ringe auf dem Tisch. Lass es sie nehmen, sie ist perfekt. Nein, Mann, das ist eine Frau. Das kann nur Ärger geben. Frau bringt Ordnung rein und außerdem mit dem Kerl haben wir eh wieder ein Problem. Alter, das kann gar nicht gut sein. Glaub mir, Bruder, Frauen sind das pure Böse, Mann. Ich kann euch übrigens hören. Willst du nicht noch deine Fragen stellen? Ja, genau. Also, wieso bist du denn auf der Suche nach einer neuen Wohnung? Ja, also ich mache noch eine Ausbildung zur Erzieherin und da kann ich mir im Moment keine eigene Wohnung leisten. Okay, und wie sieht's aus mit Besuch? Ja, Besuch kriege ich jetzt nicht so viel und wenn euch das stört, dann kann ich auch zu meinen Freunden gehen. Und du kannst auch immer zuverlässig Miete zahlen? Mit Geld? Also ich kriege für die Ausbildung BAföG und das kommt regelmäßig am 1. Also ist kein Problem. Jo, dann würde ich einmal das Zimmer zeigen, worum es geht. Okay. Sag dir lieber die Küche. Dieser Dennis ist schon ein komischer Typ. Aber solche Sprüche beeindrucken mich gar nicht. Ich werde ihm schon mal hierbei bringen. So, das wäre dann einmal das. Ja, also von der Größe ganz in Ordnung, würde mir reichen. Super, dann von meiner Seite aus gibt es da keine Probleme. Ja, okay. Ja, du sag mal, aber bei der Anzeige stand nur was von einem Mitbewohner. Ja, Dennis ist nur für ein paar Tage hier, der hat seine Wohnung verloren. Oh, das ist nicht schön zu hören. Wie ist das denn passiert? Die Waschbären sind aufgetaucht, bevor ich alle Sechsen beim Schach gesammelt habe. Dann ist die Klimaanlage hochgegangen. Was? 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 Oder vertrau mir, das kann gar nicht gut gehen. Glaub mir, es wird richtig gut werden. Nein, Mann, du machst einen großen Fehler. Glaub mir, das wird ein großer Fehler. Ich kann euch übrigens immer noch hören. Also ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache und außerdem ist es auch meine Wohnung, also auch meine Entscheidung. Ja, also von mir aus, ich würde mich freuen, wenn du hier einziehen würdest. Ja, sehr gerne, ich mich auch. Dann willkommen in deinem neuen Zuhause. Dankeschön. Aber bevor ich jetzt richtig einziehe, eine Frage, wie ist das mit dem Putzen geregelt? Ich wusste es, siehst du kaum, siehst du noch nicht mal richtig eingezogen und schon putzen und sowas. Kannst du bitte mal einen Untersetzer nehmen? Sag mal, ich habe doch nur gefragt, beruhig dich mal, das ist dein Problem. Ja, eine Woche noch und dann müssen wir hier alles sauber machen. Was ist denn so schwer daran, einen Untersetzer zu nehmen? Es ist doch nur fair, wenn sich jeder beim Putzen beteiligt und nicht einer alles alleine macht. Warum soll ich denn einen Untersetzer benutzen, wenn sie mich jetzt zwingt, dass wir das machen? Hallo, ich gehe aber um das Putzen gerade bei mir hier. Was ist dein Problem? Ich versteh's nicht. Und ich habe keinen Bock, jetzt die ganze Zeit jetzt scheiße Jetzt ist doch scheißegal mit dem Untersetzer, gerade auf die Rede, die kannst du noch wegwischen. Ja, ich verstehe, was wir wegwischen. Jetzt zwingt uns das wieder. Hallo, wir können regelrecht einen Putzmann aufstellen, wo jeder einen Tag bekommt und jeder sagt, was er putzen soll. Ja, und dann kriege ich auch immer zwei Tage und dann kriege ich drei Tage. Wie sieht es denn hier aus? Wieso? Was meinst du? Ja, guck dich doch mal um, ist total unordentlich. Phil kommt gleich nach Hause, du weißt, er mag das nicht. Ja, ich mach das schon noch, beruhig dich mal. Egal, ich hab von gestern noch ein Stück Torte, das hole ich mir jetzt. Da freue ich mich schon den ganzen Tag drauf. Hä? Wo ist mein Kuchen? Hast du meinen Kuchen gesehen? War da mein Kuchen drauf? Den habe ich mir extra aufgehoben. Wer hat den gegessen? Phil.
Ist das mein Buch? Ist das dein Ernst? Benutzt du wirklich gerade mein Buch als Untersetzer für dein Glas? Nein. Was nein? Das ist doch dein Glas, oder nicht? Ja, aber Phil hat doch gesagt, ich soll Untersetzer benutzen. Ja, Untersetzer. Sieht das aus wie Untersetzer? Das sind Untersetzer. Das ist doch nur ein Buch. Bleib mal ruhig. Ja, das ist mein Buch. Das hat Geld gekostet. Das geht kaputt. Vielleicht hast du ja auch dein Buch unter mein Glas gelegt. Lass einfach deine Finger von meinen Sachen und benutz Untersetzer. Wenn du noch einmal was auf mich wirfst. Was dann? Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Ja, aber irgendwas muss ich ja als Untersetzer benutzen. Ja, dann benutzt die Untersetzer und nicht mein Buch, verdammt nochmal. Ja, aber hier, wenn das hier gerade liegt, dann... Was ist denn hier schon wieder los? Nein. Das war zu früh, ne? Was ist denn hier los? Nee, Alter. Alter, was ist denn hier los? Ich hab Angst gehabt. Was ist denn hier los? Was ist denn hier schon wieder los? Wir probieren es mal öfter.